Mach es dir bitte ganz bequem. Schließe die Augen. Und entspanne jetzt bitte alle Muskeln deiner Augen. Entspanne alle Muskeln deiner Augen bis zu dem Punkt, an dem sie so tief entspannt sind, dass sich die Augen nicht mehr öffnen lassen, wenn du versuchst, sie zu öffnen. Und wenn du die Muskeln deiner Augen so tief entspannt hast, dass sie sich nicht mehr öffnen lassen, wenn du versuchst, sie zu öffnen, dann teste und überzeuge dich und stelle sicher, dass sich die Augen nicht mehr öffnen lassen. Sehr gut. Nimm dieses Gefühl der Entspannung der Augenlider wahr und der Augen. Lass dieses Gefühl von den Augen, vom Kopf über den ganzen Körper fließen bis zu den Füßen. Wie eine warme, weiche Welle der Entspannung. Und wir können diese Entspannung weiter vertiefen, indem du gleich, wenn ich es dir sage, deine Augen öffnest und wieder schließt. Und wenn du sie wieder schließt, kannst du noch tiefer in die Entspannung gehen. Öffne die Augen, schließe die Augen und geh noch tiefer in die Entspannung. Beim nächsten Mal öffnen und schließen gehst du noch tiefer in die Entspannung. Öffne die Augen. Schließe die Augen und geh noch tiefer. Und beim dritten Mal öffnen und schließen, kannst du dich noch viel tiefer sinken lassen. Öffne die Augen, schließe die Augen, lass sie noch viel tiefer sinken. Wunderbar. Und das ist körperliche Entspannung. Lass jetzt alle Muskeln in deinem Körper so tief entspannen, dass sie einfach nicht mehr funktionieren wollen, solange du diese Entspannung aufrechterhältst. Und diese Entspannung fühlt sich sehr angenehm, sehr gut an. Nimm wahr, wie gut du dich fühlst. Wie ruhig, gelassen und entspannt. Und zur körperlichen Entspannung kommt gleich die geistige Entspannung dazu. Und du wirst feststellen, wenn du den Geist entspannst, wirst du dich noch viel wohler fühlen als jetzt schon. Und um den Geist zu entspannen, zähle ich gleich von 5 an rückwärts in Richtung 1. Mit jeder Zahl verdoppelst du deine geistige, deine mentale Entspannung. Spätestens bei der Zahl 3 bist du so tief entspannt in deinem Geist, dass alle Zahlen einfach verschwunden sein werden. Du musst es wollen und geschehen lassen und dann kannst du die Zahlen ganz leicht verschwinden lassen. 5. Verdopple bitte deine geistige Entspannung. 4. Verdopple die Entspannung deines Geistes noch einmal und stell dir vor, dein Gehirn ist vollkommen entspannt. Stell dir vor, dein Gehirn ist vollkommen entspannt. 3. Verdopple die Entspannung deines Geistes noch einmal. Stell dir vor, dein Gehirn ist ganz entspannt. Die Zahlen werden jetzt trübe und rücken in die Ferne. Die Zahlen werden trübe und rücken in die Ferne. Die Zahlen werden trübe und rücken in die Ferne. Die Zahlen verblassen und verschwinden, sie verblassen und verschwinden. Lass sie jetzt verblassen und verschwinden. Jetzt sind sie verschwunden. Puste sie weg, wische sie wie von einer Tafel. Tu das, was du tun musst, dass die Zahlen jetzt verschwinden. Wunderbar. Mit jedem Atemzug entspannst du dich tiefer. Mit jedem Wort von mir
mit jedem Herzschlag. Und je tiefer du dich entspannst, desto wohler fühlst du dich. Je wohler du dich fühlst, desto tiefer sinkst du in eine tiefe innere Ruhe, in einen tiefen inneren Frieden. Dadurch entspannst du dich immer noch mehr, wodurch du dich immer noch wohler fühlst. Und dadurch, dass du dich immer noch wohler und wohler fühlst, sinkst du tiefer und tiefer in die Entspannung. Ich zähle gleich von 5 bis 1 mit jeder Zahl. Lässt du dich noch tiefer in die Entspannung sinken, wie wenn du mit jeder Zahl eine Treppe der Entspannung hinuntergehst, mit jeder Zahl, mit jeder Stufe nach unten, lässt du dich tiefer und tiefer in eine angenehm tiefe Entspannung sinken, in eine tiefe Ruhe, in einen tiefen inneren Frieden. 5. Vier. Drei. Du lässt vollkommen los. Zwei. Je tiefer du dich entspannst, desto wohler fühlst du dich. Eins. Immer wenn du deine Augen schließt, in der Absicht, in die hypnotische Trance, in die Entspannung zu gehen, gehst du automatisch in eine so tiefe Entspannung wie jetzt. Wenn immer du deine Augen schließt in der Absicht, in die Entspannung zu gehen, gehst du automatisch in eine so tiefe Entspannung wie jetzt. Wenn immer du deine Augen schließt in der Absicht zu entspannen, gehst du in eine so tiefe Entspannung wie jetzt. Wann immer ich sage, schließe die Augen, gehst du automatisch in eine so tiefe Entspannung wie jetzt. Schließe die Augen. Ist das vereinbarte Zeichensignal. Du lässt deine Augen sich schließen und du gehst automatisch in eine so tiefe Entspannung wie jetzt. Und jedes Mal gehst du immer noch schneller und tiefer in die Entspannung. Du gehst jedes Mal immer noch schneller und tiefer in die Entspannung. Schneller und tiefer. Mit jedem Mal gehst du schneller und tiefer in die Entspannung. Du hast die Entscheidung getroffen, endlich die Ketten des Rauchens abzuwerfen. Du hast die Entscheidung getroffen für ein gesünderes Leben, ein freieres Leben. Ein Leben selbstbestimmt, ein glücklicheres, erfüllteres Leben mit viel mehr Lebensqualität und statistisch gesehen 10 Jahre längeres, gesünderes, erfüllteres Leben. Du bist ein Nichtraucher und du bleibst ein Nichtraucher für den Rest deines Lebens. Und du kannst es für dich, wenn es sich gut für dich anfühlt, mit eigenen Worten wiederholen. Ich bin ein Nichtraucher und ich bleibe ein Nichtraucher für den Rest meines Lebens. Und so kannst du die Suggestionen, die ich gebe, immer für dich so ändern und variieren,
wie es sich für dich wirklich gut anfühlt, wenn ich einmal sage, groß und für dich fühlt sich klein richtig an, änderst du in klein. Wenn ich sage, hell und dunkel wäre für dich richtig, änderst du es entsprechend deinem Gefühl, sodass immer die passenden Suggestionen zu dir gelangen. Zigaretten sind Gift und du wirst niemals zulassen, dass Gift deine Lippen berührt. Zigaretten sind Gift und du wirst niemals mehr zulassen, dass Gift deine Lippen berührt. Zigaretten sind Gift. Du wirst niemals mehr zulassen, dass Gift deine Lippen berührt. Denn es gibt immer etwas Besseres zu tun, als zu rauchen. Es gibt immer etwas Besseres zu tun, als zu rauchen. Es gibt immer etwas Besseres zu tun, als zu rauchen. Rauchen verschwindet vollständig aus deinem Bewusstsein. Selbst wenn du versuchen würdest zu rauchen, dein Körper wird sich dagegen wehren. Rauchen verschwindet vollständig aus deinem Bewusstsein. Selbst wenn du versuchen würdest zu rauchen, dein Körper wird sich dagegen wehren. Rauchen verschwindet vollständig aus deinem Bewusstsein. Selbst wenn du versuchen würdest zu rauchen, dein Körper würde sich dagegen wehren. Heute ist der Tag, an dem du die Entscheidung getroffen hast für ein gesünderes, glücklicheres, erfolgreicheres, leistungsfähiges Leben. Für ein selbstbestimmtes Leben. Die Entscheidung, 10 Jahre länger zu leben, gesünder. Und das fühlt sich so gut an. Nun, wenn ich bis 3 zähle, öffnest du bei 3 die Augen und du nimmst wahr, wie gut du dich fühlst. Bei 3 bist du ausgeruht, erholt, frisch und wach. Wie nach einem tiefen, erholsamen Schlaf. Ausgeruht, erholt, frisch und wach. Der Kopf ist leicht und frei, du fühlst dich gut, du fühlst dich wohl. Wie nach einem tiefen, erholsamen Schlaf. 1. Ausgeruht, erholt, frisch und wach, wie nach einem tiefen, erholsamen Schlaf. 2. Dein Kopf ist leicht und frei. Die Augen sind wie mit frischem Quellwasser gespült. 3. Dein Kopf ist leicht und frei. Du bist entspannt, du fühlst dich gut. Du bist ein Nichtraucher und bleibst ein Nichtraucher für den Rest deines Lebens. Und das fühlt sich so gut an. Du öffnest die Augen, atmest tief ein. Und wenn du magst, recken und strecken wie nach einem tiefen, erholsamen Schlaf. Fühlt sich gut an, oder? Diese kleinen Pausen mit den entsprechenden Suggestionen, nur allein das Runterfahren, hat so eine enorme gesundheitliche Wirkung. Wir wissen, dass Stress, nur einfach Stress, ein Hauptfaktor ist für viele Erkrankungen. Selbst chronische, schwere Erkrankungen wie Multiple Sklerose werden durch Stress verstärkt oder sogar ausgelöst. Bekommen einen Schub. Ja? Und so wie Stress also schlimme Erkrankungen hervorrufen kann, bis hin zur Autoimmunerkrankung, weil das Immunsystem gedämpft wird, geschwächt wird, kann die Entspannung, die der Gegenpol, Stress, Entspannung, kann die Entspannung genau und bewirkt die Entspannung genau das Gegenteil. Nur allein, so wie Stress, Stress, Stress uns wirklich krank macht, diese Entspannungsphasen, nur ein paar Mal am Tag, bewirken, dass unser ganzes vegetatives Erregungsniveau runterfährt und über die Zeit werden wir entspannter, gelassener und das hat segensreiche Auswirkungen auf unsere Gesundheit.
Also, ich empfehle Selbsthypnose jeden Tag. Jeden Tag. Es nicht zu tun, ist eine Unterlassungssünde an der eigenen Gesundheit. Selbsthypnose nicht anzuwenden, ist eine Unterlassungssünde an der eigenen Gesundheit. Sie sind es wert, dass es ihnen gut geht. Selbsthypnose ist ein ganz einfaches, angenehmes Mittel. Eine Pille, die nicht bitter schmeckt, sondern sogar sehr gut.